Juhu, juhu, es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und seitdem, dass der Willi, unser Löwenmaskottchen bei mir am Standl, die Nummer 1 ist, sind wir einfach unschlagbar. Ich muss sagen, Respekt, meine Burschen, heute, das war ein Riesengaudi. Freilich hat es am Anfang ein bisschen komisch hergeschaut in der ersten Halbzeit. Waren die St. Paulianer dem 1-0 sehr nahe, aber dann sind unsere Ösis gekommen. Und da muss ich jetzt erinnern, der Peter Pakul hat vor x Jahren, das sind ja schon 10, 15, vielleicht schon bald 20 Jahre her, wo wir mit dem Peterle, wo wir Tore geschossen haben, letzter Formel, der Lindl und der Kotti, zwei Ösis, ballern uns zum Sieg. Jawohl, Herr Möllemann, jetzt muss ich einmal meinen Hut ziehen vom Trainer, nicht nur so wie Granteln und Schimpfer. Das ist ein bisschen das Glück, das Können, das Männchen, Erfahrung ist halt da dabei, dass wir das Spiel wieder heimgeschaukelt haben. Und wer war noch im Stadion, ist gesichtet worden? Unser Geldgeber, unser Finanzier, hat Hinto gerissen, hat geschrien, ist das schön. Und wir haben gesagt, jawohl, beim letzten Mal, wo du da warst, haben wir, glaube ich, sogar verloren. 2-2 gegen Karlsruhe, glaube ich, war das. Auf alle Fälle, er ist da und wir gewinnen. Das ist alles easy, alles schön bei unseren Münchner Löwen. Trainer arbeitet ruhig, der Kreuzer erledigt seinen Job ruhig, der Noah Bascher hat ein bisschen seinen Mund zu halten, oder der ist halt der Bayer, aber er macht sich nicht so wichtig. Die Spieler machen das, was der Trainer sagt, was wollen wir denn mehr? So kann es weitergehen. Fans waren wieder happy, 30.800, wenn man ein bisschen, habt ihr es selber gesehen, 4.000 Italiener waren allerdings so, wenn es ein bisschen besser wird, da kommen die Leute wieder, auch wenn es ein paar Tausend wieder mehr waren. Lassen Sie halt noch ein paar Mal gut spielen, da kommen wieder mehr. Ich dann sagen, das Wochenende ist genauso, wie ich mir vorstelle. Der Willi ist der Höhepunkt von dieser Partie, weil er bringt Glück und Bullen gehen ganz locker und lässig ins Stadion an der Grünwalderstraße und schauen wir das Derby an. Jawohl! Und da wirft man die Raum aus dem Stadion raus. Ich habe ein gutes Gefühl, ich werde am Wochenende mit 2 Siegen von der ersten und der zweiten Mannschaft, dann kann man eigentlich ganz zufrieden und mal wieder am Montag in die Arbeit gehen und sagen, jawohl, wir sind Löwenfans, ohne dass sie es auslachen, ohne dass sie es anscheißen, an mir einfach zwei Minuten haben. Das war schon wieder ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Das Leben ist eine Freude. Besonders heiß.